zusammen. Hi everyone. Ihr kennt ja vielleicht das letzte Bild von letztem Jahr, muss ich sagen. Das wohl nicht so ganz gelungen ist. Ist jetzt trocken, jetzt seht ihr das auch mal, wie es trocken ist. Es sieht schon etwas verschwommen aus, auch die Zellen und so weiter. Ich denke mal, dass es mit, wenn ich jetzt Harz drüber machen würde, auch wieder besser rauskommt. Aber ich habe mich jetzt entschieden dafür, das einfach zu übermalen. Weil ich habe auch noch Restfarbe übrig von meinem letzten Video. Und der zweite Punkt ist, viele haben mich auch mal angeschrieben, dass wenn sie ein Bild übermalt haben, dass es dann Risse gibt oder nicht gescheit hält. Ich habe es jetzt noch nie so gehabt, aber testen wir das einfach jetzt nochmal. Vielleicht liegt es auch wirklich an der Temperatur, wenn es zu kalt ist oder wie auch immer. Auf jeden Fall, ihr müsst es sehr gut durchtrocknen lassen und dann erst übermalen. Gehen wir davon aus, wenn es noch nicht ganz durchgetrocknet ist und sich das dann wieder mit anfeuchtet durch die neue Schicht, dass es dann im Prinzip wieder mit aufweicht. Okay, also das Bild ist jetzt gut durchgetrocknet. Farben, wer das letzte Video nicht gesehen hat, ich habe von Lascaux, und zwar dieses Violettrot, Perlacryl, dieses Zitronengelb, auch Perlacryl und dieses Arktisblau, so kann ich es glaube noch lesen. Auf jeden Fall, falls ihr nachschauen wollt, die 209 Perlacryl, weil da ist überklebt, sage ich jetzt mal mit Farbe. Haben jetzt aber zusätzlich noch mein geliebtes Kaminrot angerührt und natürlich einen großen Becher Weiß. Was ich jetzt machen möchte, weiß ich noch nicht. Ich würde einfach mich jetzt selber inspirieren, indem ich das Bild sehe und dann mache. Einfach mal ganz easy, simples Flute Painting mal wieder, ohne irgendwie groß Gedanken zu machen. Vielleicht gefällt es euch, vielleicht auch nicht. Schauen wir mal. Okay. Ja, das Bild vielleicht auch nochmal. Das ist 30 auf 24 cm. Beziehungsweise mit, ich glaube sogar größer, wenn ich mich nicht täusche. Ja. Sorry, 40 auf 30 cm. Und ich habe 300er Silikon drin in die Farben. Außer in Rot und Weiß. So. Das sind eigentlich die ähnlichen Farben, was hier auch drauf sind. Machen wir einen ganz klassischen Flipcut mal wieder. Habe ich auch schon lange nicht mehr gemacht. Ich mache hier ein bisschen Weiß außenrum wieder. Dann machen wir noch einen separaten Becher. Blau rein. Lass das Violett jetzt absichtlich mal weg. So, ja, viel Weiß. Fange ich andersrum an. So, dann lüften wir mal das Geheimnis. Machen wir noch einen Becher.
und schmeiße ihn hin. So. Schau mal, ihr seht ja mal, das Gelb war ziemlich stark aufgefressen. Dann mache ich das einfach nochmal über den Weiß und fahre vielleicht hier auch mal rein. Ich nehme jetzt einfach nur, dass ich die Restfarbe auch los werde. Das Blau ist natürlich schwierig jetzt. Wo setze ich das Blau hin? Ich habe nämlich nicht viel Blau. Dann komme ich 10 Streifen drüber hier. Okay. Gut, das war's mit den Farben. Denke ich mal, ich werde es kurz mal erhitzen, um vor allem die Luftblasen rauszubekommen. So, und jetzt lass uns mal laufen. Okay. Hier ist natürlich recht dunkel, aber ich denke mal, dass ich mit dem Erhitzen noch ein bisschen Weiß bzw. andere Farben hochbringe. Und schauen wir mal. Sonst muss ich noch ein bisschen nacharbeiten. Ich habe noch ein bisschen Weiß. So. Also auch wieder ein schönes buntes Bild. Schauen wir mal, was ich jetzt mache. Ich nehme nochmal den Heißluftföhn. Glaube ich jetzt nicht. Weil mit dem Heißluftföhn bekomme ich etwas andere Effekte raus wie mit dem Brenner. Oh, gefällt mir noch nicht so ganz. Nehmen doch nochmal den Brenner. Okay.
Mir ist das hier immer noch zu dunkel. Gefällt mir nicht. So. Okay, ich lasse mal einwirken. So 10 Minuten. Mir kommt es aber auch so vor, dass diese Lascaux-Farben einfach anders reagieren auf Zellen. Weil es gibt jetzt wieder so eine, ich sage jetzt mal, steinartige Masse. Aber jetzt schauen wir mal. Okay, dann bis gleich. Leute, ich bin nochmal zurück. Also mir gefällt das nicht wirklich. Das war aber wie beim vorigen Bild. Ich glaube auch die, ich glaube es langsam wirklich, die Lascaux-Farben sind da etwas anders. Ich probiere es jetzt einfach mal spaßhalber mit meinem Silikonspray nochmal, ob man da noch was erwirken kann. Ich glaube es zwar nicht, aber ein Versuch ist immer gut. Ich übertreibe es ja immer. Okay. Mal kurz erhitzen. No. Okay, ich lasse noch einwirken, bis gleich, und dann zeige ich es euch von nahem. So, und jetzt bin ich es nochmal. Wisst ihr, was ich langsam glaube? Dass diese Lascaux-Farben im Silikon auch nicht ganz einig sind. Dass es nicht so funktioniert. Bei dem letzten Bild, wo ich ja das gemacht habe, auch mit diesen Lascaux-Farben, da gab es auch keine richtig schönen Zellen. Also nur so vereinzelt. Und es verläuft dann auch ähnlich wieder. Das hatte ich doch schon mal, ich weiß bloß nicht mehr, mit was das war. Okay, aber egal. Also das Bild gefällt mir nicht. Ich weiß nicht, wie es mit euch aussieht. Ich probiere jetzt einfach nochmal was mit dem Spachtel, ein bisschen swipen. Das Bild ist eh kaputt. War jetzt eh wieder ein Experiment. Schauen wir mal, vielleicht kann man noch was optisch verbessern, vielleicht. Weil das Silikon, also dieses Silikonspray von Caramba, ich habe das vorher schon zu stark erhitzt und dadurch sind dann im Prinzip auch konnte das Silikonspray nicht mehr eindringen, weil es wie so eine Hautschicht gebildet hat schon. Darum. Schauen wir mal, vielleicht bringen wir hier noch eine Verbesserung raus oder nicht. Ich teste das jetzt einfach mal. Aber so gefällt es mir auf jeden Fall nicht. Fahren wir hier nochmal drüber. Weil diese Seite war mir eh zu dunkel. Jetzt spielen wir halt ein bisschen rum. Ich glaube, schlimmer machen können wir es nicht. Eher noch besser. Ich habe hier noch was Größeres.
Es wird auf jeden Fall schon mal heller. Und das ist wohl besser. Ihr müsst bloß immer aufpassen, dass ihr die Kanten wieder zumacht. Aber halt auch gleichmäßig. Aber jetzt schaut mal, entweder ist es wirklich eine Vermutung, das Silikonspray, wo jetzt noch mit reingeschliffen wird. Aber das funktioniert halt mit dem Swipen einfach besser. Ja. Falls ihr es gehört habt, nein, ist nicht Silvester. So, ich denke mal, dass es jetzt besser aussieht. Ups. Das habe ich gemeint, aufpassen hier. Okay, cool. Weil es so schön war, nochmal leicht erhitzen. So. Gerettet. Ich glaube, ich habe das Bild nochmal gerettet, so einigermaßen. So, überall Farbe soweit. Okay. Auf jeden Fall besser, denke ich mal. Ich zeige es euch jetzt von nahem und dann ist gut. Ich zeige es euch aber dann auch, wenn es getrocknet ist, weil wie gesagt, ich habe das Bild ja übermalt. Richtig dick. Ich habe das Bild ja fast, ich sage es jetzt mal vorsichtig, vergewaltigt. Und dann schauen wir mal, wenn es getrocknet ist. Also ich habe noch keine so Probleme gehabt, dass es dann gerissen ist oder dass es abgelöst hat. Wir schauen einfach mal. Okay, dann bis gleich. So, jetzt bin ich zurück. Jetzt zeige ich es euch mal von nahem. Was haben wir jetzt heute wieder gelernt? Wenn nichts mehr geht, ein Swipe geht immer. Okay, schauen wir es uns mal an. Ich denke mal, dass ich es soweit gerettet habe jetzt. Aber ich sehe schon langsam hier, es verläuft schon wieder ineinander. Wir haben hier schöne viele kleine bunte Zellen. Richtig cool. Also ich bin immer noch der Meinung, ein bisschen, dass es mit diesen Lascaux-Farben nicht so ganz einfach ist. Ich weiß ja nicht, wer von euch Erfahrung hat mit Lascaux. Einfach mal mir schreiben in die Kommentare. Weil ich denke einfach hier fängt schon wieder an. Zu verschwimmen, sage ich jetzt mal. Gut, der Vinylkleber arbeitet immer noch ein bisschen nach, das wisst ihr ja. Aber gut, okay. So sah es eigentlich vorher aus hier. Gut, dann war es das von mir. Ich hoffe, euch hat es was gebracht, hat Spaß gemacht. Mir auf jeden Fall, ich habe gekämpft heute. Und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Gerne, wenn es gefallen hat, gerne abonnieren. Kostet nichts. Daumen hoch. Und ansonsten sehen wir uns das nächste Mal wieder. Bis dann, macht's gut. Tschüss, bye.